Hallöchen und willkommen zurück mit einer neuen Episode Deus Ex Mankind Divided. Wir sind unterwegs in der Bank, sollen hier belassene Materialien finden. Allerdings habe ich hier ein kleines Problemchen mit dem Rätsel hier in der letzten Episode gehabt. Ich hatte im Prinzip auch schon die Lösung, ein kleines bisschen. Die steht nämlich in dieser E-Mail hier mit dem Code RTRTTR. Das Bescheuerte ist halt irgendwie, ich habe jetzt nämlich nachgeguckt, wie der Scheiß hier funktioniert. Und das Ganze steht für Race, Turn, Race, Turn, Turn, Race. Also anheben, drehen, drehen, anheben. Was ich ein bisschen bescheuert finde, dass sie den Code quasi nicht übersetzt haben, wenn ich das Spiel schon auf Deutsch spiele. Aber gut, probieren wir das mal aus, ob das funktioniert. Also wir haben jetzt als erstes mal Race. Okay, Turn, Race, Turn, Turn, Race. Aha. Ja, hallo Geheimtür. Hoppala. Hey. Mach wieder auf. So. Warnung, Sie betreten Sperrgebiet. Ach, no shit, Sherlock. Okay, was haben wir hier mal? Credit Chip, nehme ich schon mal mit. Holographischer Display-Tisch. Na, das klingt mal geil. Breach-Software, dankeschön. Ups. Eigentlich wollte ich mir nur das PDA angucken. Asher, um Probleme mit unseren Kunden hinsichtlich unserer Sicherungspolitik vorzubeugen, sollten wir die kritischen Daten in einen speziellen Bereich verlagern. Ich habe den Code auch schon auf 1293 geändert. Ich hoffe nur, du liest deine E-Mails rechtzeitig. Massa. Okay. Ach. Das hier ist wohl der Safe. Ja, das ist ein Safe. So, toll, jetzt habe ich mir den Code nicht gemerkt. Sollte der nicht eigentlich hier stehen? Wenn ich ihn weiß. Verdammt nochmal. Boah, jetzt kann ich auch nicht mehr ins PDA reingucken. Dann lesen wir zuerst mal das E-Book. Die Palisade Bank Corporation bietet Kunden zwei Wege, die wichtigsten Dinge in ihrem Leben zu beschützen. Der Tresor der Property Bank ist der weltweit beste Tresor für die Einlagerung von Wertgegenständen, die höchsten Schutz erfordern. Die Palisade Blades sind die weltweit besten Einrichtungen zur sicheren Speicherung und Archivierung sensibler Daten. Sämtliche Dokumente, Dateien und Daten, die auf unseren Servern gelagert werden, sind für Hacker absolut unzugänglich. Zwinker, zwinker. In den Jahren unseres Bestehens gab es noch keinen unseren Server ein Sicherheitsproblem. Beide Einrichtungen werden rund um die Uhr von Tavos Security Services und seinen automatischen Verteidigungssystemen geschützt und durch streng geheime Umweltgefahren gesichert. Dieses Maß an Schutz ist der Grund, warum wir das einzige Unternehmen mit einer Safe-Critic-Wertung von 100% sind. Tja, ich werde euch diese Wertung wohl ein bisschen nach unten schrauben. So, jetzt muss ich hier aber nochmal... Wo kann ich mir nochmal das PDA durchlesen? Ich will den Code nochmal haben. PDA. 1293, okay. Probieren wir den hier mal. 1, 2, 9, 3. Okay, ist anscheinend nicht für das hier gedacht. Okay, dann müssen wir das eben so machen. Gehen wir mal hier hin. Ja, Anomalie, bla bla bla. Dankeschön. Freischalten bitte. Oh, ein Praxis-Kit. Das ist doch sehr schön. Dossier über Flug 451. Holy what? Blackbox bestätigt Theorie mit Ionosphäre. In der Gegend gibt es eine geheime Militärlage, die zum Zeitpunkt Tests durchgeführt hat. Anordnungen. Öffentlichkeit darf nichts von der Basis erfahren. Darf Grund für Absturz nicht vermuten. Story für Pikers, Sister Airlines Flug 451 wurde von augmentierten Passagier Tom und Huddleman entführt. Nur zum internen Gebrauch. Aha. Also einfach mal die armen Augmentierten mal wieder beschuldigen. Das sehen wir doch gerne. Hä? Okay, also haben wir unsere brisanten Informationen aus dem Büro. Was ist das hier?
Kreis, die Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, hä? Halten das Humanrestitutionsgesetz für einen... Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Irgendeine riesige Megabrücke oder irgendwas in die Richtung. Ach, okay, das ist das hier. Absinth, nehmen wir mit. Ich kapiere trotzdem nicht so wirklich, was das hier mir jetzt anzeigen soll. Aber gut, wir haben den Scheiß, wofür wir eigentlich gekommen sind. Heißt also, wieder, hui, raus hier. So, wo bin ich denn hier jetzt? Und wo gehe ich hier hin? Okay, hier ist noch irgendein Schacht. Das ist hier aber eigentlich eher kontraproduktiv, was ich hier gerade mache, denn eigentlich will ich ja nach unten. Bam! Okay, jetzt bin ich hier. Okay. Bin ich wieder im Büro zurück? Das will ich ja ehrlich gesagt mal überhaupt nicht. Und ja, apropos, ich habe doch auch gerade doch eben gelesen, dass ich 2 Praxispunkte übrig habe. Die müssen wir doch auch noch investieren. Nur wohin? Mehr Akkuleistung wäre natürlich sehr praktisch. So, hierhin. Was haben wir hier? Aufladungsverzögerung. Aufladungsrate. Also hier beginnen sie sich wieder schneller aufzuladen und damit laden sie sich überhaupt schneller auf. Aha. Ne, dann, ne, lassen wir das mal. Ich will auch noch irgendwas anderes machen. Was können wir hier noch tun? Getarntes Ausschalten? Ne, ne. Brauche ich nicht so unbedingt. Was haben wir hier? Ah, dafür brauche ich 2. Na, scheiße. Lunge brauche ich auch 2. Oh Gott, ey. Hm, alles nicht so mega geil, hä? Ach, damit kann ich mir Ziele markieren. Aha, aha. Okay, okay. Hm, ach komm, gib her. Ach, kann ich gar nicht. Ach, das hier muss ich. Hacken verstärken, Stufe 2, also Version 1.2. Nee. Geschützkontrolle wäre natürlich auch mal mega praktisch. Hackenstufe 4. Ach, ich bin schon wieder mal so dermaßen unschlüssig, was ich überhaupt machen soll. Ein bisschen mehr HP brauche ich auch nicht so wirklich, wenn ich eigentlich immer ja vorhabe, sowieso nicht so wirklich entdeckt zu werden. Geräuschlose Fortbewegung. Ja, komm, gib her. So. Jetzt sind wir immer geräuschlos. Problem ist jetzt nur, ich muss hier irgendwie raus, aber da hängt die Kamera. Also besser gesagt, das Geschütz. Besser mal abspeichern. Ach, fuck you. Wie ich es einfach verdammt nochmal nicht hinbekomme. Gut, probieren wir es nochmal. Na, geht doch so easy. Lalala, und ich spaziere hier einfach raus. Tut mir leid, Sir. Für das Betreten der VIP-Tresore ist ein Termin erforderlich. Und heute haben wir keine Termine. Einen Termin zum Betreten des eigenen Tresors? Für die Firmentresore schon. Wir brauchen Zeit, um Ihren Container in den Ansichtsbereich zu laden. Außerdem benötigen Sie Ihre persönliche Codekarte. Danke für die Information. Tut mir leid, Sir, aber Sie haben hier keinen... Ja, ich gehe ja schon. Okay, dann komme ich irgendwann andermals wieder mit meiner persönlichen Codekarte natürlich, die ich natürlich besitze. Ich bin ja natürlich Kunde bei euch. Was denn sonst?
Tja, mach's gut, ihr Penner. Auf nimmer Wiedersehen. So, okay. Informationen über Pikers zu Kay bringen. Na, das machen wir doch gleich mal. Dafür muss ich aber, glaube ich, wieder zurück auf die andere Seite, oder? Ne, da in die Kanalisation. Okay. Na, haben wir das auch endlich mal erledigt mit der beschissenen Bank. Das hat mich aber auch ein bisschen gewurmt, dass ich das beim ersten Mal nicht so wirklich geschafft habe. Aber da war ich auch noch nicht so wirklich aufgebessert. Mittlerweile kann ich ja schon ein paar Sachen mehr. Stimmt's, mein Polizisten-Buddy. So, und niemand verdächtigt mich wegen irgendwas. Ist das nicht schön? Ist aber ein ganz schön weiter Weg, bis man mal zur Kanalisation kommt. Ich glaube, ich gehe hier gerade falsch. Ziemlich ruhig heute. Ja, ziemlich ruhig. Hast du recht. So, und runter da. Lalalalalala, welche Richtung? Die entlang. Oh, lass mich durch, Leute. Hey, Moment mal, jetzt wird mir das hier wieder hier angezeigt. Hä? Jetzt schickt ihr mich... What? Was ist denn hier mit dem fucking Wegpunktsystem los? Wo warten die Penner nochmal? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ach. Ja, hier bin ich ja schon richtig, oder? Ja. Denn hier bin ich das letzte Mal durch. Mittlerweile kann ich den Scheiß hier auch einfach mal beiseite schaffen. So, Freundchen. Und, haben Sie was über Pikes? Woran arbeiten Sie? Was ist Ihre große Story? Wir schreiben keine Stories. Wir bombardieren mit Fakten. 63% aller Erdbeben seit 1997 wurden durch Geobomben ausgelöst. Wussten Sie das? Och du meine Güte. An diesen Katastrophen ist nichts Natürliches. Mögen Sie zahlen? Auf der Welt gibt es derzeit 7,1 Millionen Optis. 89% weniger als beim Zwischenfall. Der Chat im Darknet ist seit dem Vorfall in Dubai um 73% gestiegen. Alles hängt zusammen. Und ich kenne das Fazit. Gehört alles zu einem selektiven Entvölkerungsplan, den Sie seit Beginn verfolgen. Methoden und Ziele ändern sich, aber nicht das Vorhaben. Unsere Regierungen wissen davon, aber die Bevölkerung nicht. Und warum nicht? Weil Pikes 94% der Medien weltweit kontrolliert und 97% ihrer Nachrichten gelogen sind. Das ist Fakt. Okay, der mag anscheinend wirklich Zahlen und Prozente und alles drum und dran. Sie haben Dubai erwähnt. Was wissen Sie über die Vorfälle dort? Ein Puppentheater im Mittleren Osten mit Ex-Belltower-Söldnern und slawischen Gangstern. Eine sorgfältig geplante Varieté-Show. Geplant von wem? Jemand, der gerne das Spiel kontrolliert. An jeder Hand eine Puppe. Woher haben Sie diese Information? Wer war Ihre Quelle? Stimmen aus der Dunkelheit, Mann. Wenn du einschläfst, fangen sie an zu reden. So klingt das. Ein unerreichbares Flüstern. Es ist wie ein Geruch. Etwas, das noch nicht greifbar ist. Sie haben also keine Idee. Jede Menge sogar. Aber je mehr ich rede, desto weniger höre ich. Außerdem, journalistische Integrität. Wir sind hier unten nicht Pikes, okay?
Wir gehören zu den wenigen, die nicht Teil der globalen Kontrollmechanismen sind. Indirekte und direkte. Sobald du in die Zahnräder der Maschine gerätst, war's das. Okay, der bekommt also seine Infos von Stimmen aus seinem Kopf. Natürlich hört man auf die Stimmen im Kopf. Was denn sonst? Trotzdem gebe ich Ihnen jetzt einfach mal die Beweise. Ich glaube, ich habe gefunden, wonach Sie suchen. Okay, ich höre. Kürzlich ist ein Passagierflugzeug über einer Ionosphärenforschungsstation abgestürzt. Grund war die dortige Arbeit des Militärs. Nicht ein augmentierter Passagier, wie Pikes es gemeldet hat. Scheiße, Mann! Das ist es! Schlagzeilenmaterial! Das war gut, Mann! Echt gut! Sonst noch was? Nein, das war's. Sehr cool, Mann. Das ist mehr als genug. Okay, bei uns hat sich schon ein Wolf getippt. Wir haben alle Pikes-Theorien gesammelt und einige Maßnahmen geplant. Jetzt müssten wir die Leerstellen füllen können. Wir sind hier also fertig. Fast. Wir müssen dafür sorgen, dass die Ausgabe ordentlich beworben wird. Sie müssen dazu eine Infostation der Stadt hacken. Sie ist direkt auf dem Weg. Okay. Informationszentrum der Stadt überbrücken. Ah, toll, jetzt beschaffe ich euch schon die Informationen und jetzt muss ich auch noch anderen Scheiß für euch machen. Ihr gebt mir tierisch auf die Nüsse, meine Freunde. Aber ja, was tun wir nicht alles dafür, damit die Sackgesichter nicht unsere geheime Operation verraten? Ach, ja, Gottchen. Hä? Hier kann ich durch? Ja, du sollst dich da hochspringen, du sollst da reinspringen. So. Hallo, Freunde. Na, aber zumindest geht's wieder raus aus der stinkenden Kanalisation. Okay, Informationszentrum hacken. Kann ja nicht so schwierig werden. Wer soll sich sonst darum kümmern? Wo ist denn das? Das ist nicht in der Wohnung da oben drin, oder? Nee. Ach, da muss ich hoch. Jetzt weiß ich, wofür die Leiter hier gut ist. Ach Gott. Ja, zum Glück habe ich das hier schon mal gemacht. Jetzt weiß ich auch, wie ich hier hochkomme. Ich hoffe nur, ich schaffe das. Ja, sehr schön. So, aufmachen. Ach, wieder hacken. Immerhin nur Sicherheitsstufe 1. Wobei, da kann trotzdem noch immer einiges schief gehen. Wobei, so wie das hier aussieht, wahrscheinlich nicht allzu viel. Okay. Netzwerkalarm auslösen? Nein. K, sind Sie da? Wer ist da? Woher haben Sie meine Nummer? Ich habe getan, was Sie wollten. Sammy Stark kann seine Botschaften jetzt verbreiten. Sie erinnern sich an unseren Deal? Ja, ja, ja. Ich werde Ihr kleines Spiel drüben bei der Importfirma nicht gefährden. Halten Sie sich bedeckt. Wenn Pikes bisher noch nicht hinter Ihnen her war, jetzt sind Sie es. Keine Sorge. Und vergessen Sie nicht, wer die Guten sind. Na, okay. Aber damit haben wir zumindest mal diese eine Nebenmission mal wieder abgeschlossen. Und ich breche mir wieder mal halb die Beine, während ich nicht hier runterspringe. Sehr schön. Dann haben wir ja jetzt eigentlich nur noch Millers Apartment durchsuchen. Eigentlich sonst haben wir nichts mehr. Wir müssen noch immer auf Seraph warten. Ich meine, das haben wir ja alles gemacht. Hm, da könnte ich noch hin. Aber nee, nicht jetzt. Na, dann gehen wir mal zu Millers Apartment. Und bespitzeln wir mal ein bisschen unseren Chef. Ich kann nicht glauben, dass Wacker tot ist. Moment mal, waren wir in dem Gebäude nicht schon irgendwie irgendwann mal? Kommt mir so bekannt vor.
So, das hier ist wohl das richtige Apartment. Wird wohl nicht so einfach zum Hacken sein. Sicherheitsstufe 3. Da gibt es doch sicherlich auch noch andere Wege. Nämlich durchs Fenster. Und ich bin drin. Ich bin in Millers Apartment. Der Mann ist sehr ordentlich. Was hast du erwartet? Er war beim SAS. Das Militär macht aus jedem einen Ordnungsfanatiker. Wenn er Geheimnisse hat, Adam, dann gut versteckt. Jeder verrät sich irgendwie. Ich muss mehr über ihn wissen. Ah, okay. Wieso hat der hier eine Neuseeland-Flagge? Ist doch Neuseeland, oder? Ich glaube schon. Okay, was finden wir hier noch so? Hier ist mal ein Laptop und haufenweise Schränke zum Durchwühlen. Aber Bier brauche ich nicht. Noch mehr Bier. Wieso hat er überall Bier gebunkert? Ist das nicht normalerweise so, dass man sich das an einer Stelle aufbewahrt? Weiß nicht, ein Regal für Bier nimmt oder das Bier in den Kühlschrank stellt oder was auch immer. Und nicht in 10 unterschiedliche... Hier Schränke, sein Bier versteckt. Das macht doch keinen Sinn, Junge. Sicherheitsstufe 2. Ach du heilige Scheiße. Nee. Will ich jetzt nicht. Das sieht mir viel zu aufwendig aus. Laserzielsystem? Na, gib mal her. Oh, ein Billardtisch. Och, man kann aber nicht spiegeln, schade. Credits nochmal. Hier ist doch mal irgendwas versteckt. Ja, hallo Waffenkoffer. 10mm Pistole und Schockgranate. Na, da hätte ich mir jetzt aber ein bisschen mehr erwartet. Okay, Moment mal. Auf den Boxsack schlagen hat jetzt hier die Geheimtür aufgemacht. Das ist aber echt ein bescheuerter Mechanismus, muss man mal sagen. Denn ich denke mir nur, jetzt gehen wir mal davon aus, okay, der will hier wirklich mit dem Boxsack ein bisschen trainieren. Heißt also, jedes Mal, wenn er draufschlägt, geht die Tür auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu. Ist doch ein bisschen nervig, oder? Schon was in dem Apartment gefunden? Miller hat seine Geheimnisse gut versteckt, wie du gesagt hast. Ich suche weiter. Ich glaube, ich habe was. Millers NSN-Zugangskarte. Er muss sie zurückgelassen haben, als er sich bei seinem zweiten Computer angemeldet hat. Sein zweiter Computer? Ist da was Belastendes drauf? Hab noch nicht nachgesehen. Aber wirklich was erfahren werden wir wohl nur, wenn wir das gesamte NSN-Gespräch haben. Scheiße, Mann, das ist riskant. Aber notwendig. Warum? Hast du was über Versa Life gefunden? Nichts Gutes. Wir treffen uns an dem kleinen Hof in der Nähe von TF-29, dann erkläre ich's dir. Okidokili. So, ich muss jetzt mal ein bisschen drauf gucken, wie viel Platz habe ich eigentlich noch in meinem Inventar. Nicht mehr so mega viel. Mal Gefechtsgewehr, Scharfschützengewehr... Was genau ist hier der Unterschied? Das Scharfschützengewehr ist mal definitiv größer. Und boah, ich muss echt mal mein beschissenes Inventar ausmisten. Meine Fresse, ey. Ich bin echt ein richtig kleiner Messi, was das angeht. Aber man denkt sich halt immer, ach, vielleicht braucht man das ja irgendwann mal. Boah, jetzt bin ich hier auch wieder blind. Nee, ey. Darauf habe ich keinen Bock. Mal sehen, geht das hier vielleicht einfacher? Nein, braucht Stufe 5. Multitools habe ich ja auch keine mehr, oder? Nee, habe ich keine mehr. Boah, ist das scheiße. Na gut. Dann haben wir Millers Wohnung also schön durchsucht. Wo startet hier jetzt gerade die Musik? Irgendwo läuft hier Musik. Keine Ahnung von wo. Ist mir auch egal. Heißt also, wir können uns dann in der nächsten Episode... Hup, Schmerzmittel nehmen wir noch mit. Credits nehmen wir auch noch mit. Sehr schön. Und was ich eigentlich sagen wollte, dann können wir uns ja in der nächsten Episode mit unserer Kollegin treffen und ein bisschen unsere weitere Vorgehensweise besprechen.
Und ja, bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich.